Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Operative Eingriffe finden immer häufiger minimalinvasiv statt und dabei spielt der Radiologe eine immer größere Rolle. Früher war er derjenige, der Röntgenbilder anfertigte. Heutzutage tritt er auch als Operateur auf. Das nennt man dann interventionelle Radiologie bzw. interventionelle Onkologie. Bei mir ist Professor Dr. Axel Wetter. Er ist Chefarzt der Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Wetter. Hallo. Sagen Sie mir, wieso sind Sie derjenige, der gut helfen kann? Naja, es ist ja so, dass die Radiologen, wie Sie schon richtig gesagt haben, nicht nur für die Bilder zuständig sind, sondern eben auch minimalinvasive Therapien machen. Das hat sich auch in der Bezeichnung des Facharztes so ein bisschen dargestellt. Der Facharzt heißt ja heute Facharzt für diagnostische und interventionelle Radiologie. Interventionelle Radiologie bedeutet, dass man über einen minimalinvasiven Zugang, zum Beispiel in ein Gefäß oder durch die Haut hindurch, quasi mit Sonden oder mit Kathetern Krankheitsbilder behandeln kann. Weil man dazu die Geräte hat, mit denen man genau sehen kann, was man da drin im Körper macht. Genau, letztendlich ist es so, dass natürlich an erster Stelle die Diagnostik steht. Da haben wir ja alle Geräte zur Verfügung. Also sprich Computertomographie, MR-Tomographie und so weiter. Und damit wird zunächst einmal die Diagnostik gemacht. Das steht an erster Stelle. Und wenn dann die Diagnostik soweit vollendet ist und man hat ein Krankheitsbild, was minimalinvasiv behandelbar ist, dann macht man das unter Röntgensteuerung sozusagen, kann man dann entweder Sonden in den Körper einführen oder drahtgestützte Katheteruntersuchungen machen, die dann unter Röntgenkontrolle genau dorthin geführt werden vom interventionellen Radiologen, der letztendlich die Therapie durchführt. Das heißt also, es bleibt in einer Hand. Es ist nicht so, dass Sie erstmal gucken und dann sagen, ah, da ist was, das überweisen wir jetzt an den Kollegen der anderen Fachrichtung, sondern es gibt eben auch Fälle, wo Sie das eben tatsächlich selber bis zum Ende durchführen. Genau, es ist eigentlich so, dass mittlerweile sich das etabliert hat in den Kliniken, dass alles interdisziplinär besprochen wird. Mhm. Also es gibt dann sogenannte Konferenzen, Tumorkonferenz, Gefäßkonferenz etc. Dort sitzen dann die Vertreter der verschiedenen Fachdisziplinen zusammen. Als Beispiel nenne ich jetzt mal die Gefäßkonferenz. Da sitzen die Gefäßchirurgen, die Angiologen und die interventionellen Radiologen zusammen, besprechen zum Beispiel einen Patienten mit einem bestimmten Krankheitsbild. Und dann wird halt gemeinsam entschieden, was ist für den Patienten die beste Therapie. Mhm. Ist das vielleicht eine operative Therapie? Dann würde der Gefäßchirurg jetzt ans Ruder kommen. Wenn es eine, sag ich mal, eine konservative, in Anführungszeichen, Therapie ist, das bedeutet, dass man vielleicht eine medikamentöse Therapie machen kann, dann wäre in dem Fall der Angiologe an der Reihe. Und wenn es ein Krankheitsbild ist, was vom interventionellen Radiologen behandelt werden kann, dann ist der interventionelle Radiologe an der Reihe. Und dann ist es in der Tat, so wie Sie sagen, dass zunächst die Bilder gemacht wurden und dass der interventionelle Radiologe dann noch die Therapie anschließt. Das kann aber durchaus ein paar Tage später auch sein. Also genau. Und können Sie uns da typische Beispiele nennen, was für eine Art Eingriff oder Therapie oder um welches Krankheitsbild es da gehen könnte? Genau, also was zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade das Gefäßzentrum in Harburg angesprochen habe, unsere interdisziplinäre Gefäßkonferenz, da ist es ganz typisch, dass die sogenannte Schaufensterkrankheit behandelt wird, also die periphere arterielle Verschlusskrankheit, mhm. PAVK. Das sind Patienten, die zum Beispiel Verengungen in den Beinschlagadern haben. Und die kann man mittlerweile sehr, sehr gut behandeln über einen perkutanen Zugang. Durch die Haut also? Richtig, durch die Haut. Das funktioniert also folgendermaßen, dass man die Leistenschlagader zum Beispiel als Zugang nimmt, vorher natürlich eine örtliche Betäubung macht, alles unter sterilen Bedingungen. Und dann kann man sozusagen über eine sogenannte Schleuse einen Katheter in die Beinschlagader hineinführen und kann dann erstmal den Befund sich nochmal genau mit Kontrastmittel anschauen, unter Röntgenkontrolle. Und dann hat der interventionelle Radiologe verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Verengung der Schlagader zu behandeln. Das ist zum Beispiel ein Ballon, den man im Gefäß aufpumpt. Das nennt man die sogenannte Ballondilatation als Fachbegriff. Mhm. Und wenn das nicht ausreichen sollte,
Dann helfen auch sogenannte Gefäßstützen, das sind die sogenannten Stents, die man auch in diese Verengung einbauen kann letztendlich. Ich sage das jetzt mal einbauen kann, damit der Patient am Ende wieder einen vernünftigen Blutfluss hat und somit auch wieder besser sich bewegen kann, besser laufen kann und so weiter. Macht man da, also wie behält man die Kontrolle während dieses Eingriffs? Wie sehen Sie, wo Sie sind? Genau, also die Kontrolle ist so, dass man eine sogenannte Angiografieanlage hat. Angiografie bedeutet im Prinzip Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel. Und man macht quasi den ganzen Eingriff unter Röntgenkontrolle und die Materialien, die man benutzt, also sprich die Drähte, die Katheter, die sind alle zu sehen. Die sind röntgendicht sozusagen. Und man sieht also sehr genau, wenn man die Katheter vor- und zurückschiebt, kann man das direkt in Echtzeit verfolgen. Und somit kann man den ganzen Eingriff quasi mit Röntgenkontrolle kontrollieren. Und das, glaube ich, sogar noch größer, also im Maßstab größer, als der tatsächliche Körper ja ist, ne? Genau, das kann man sich vergrößern und verkleinern, je nachdem, wie man es benötigt. Und wenn es zum Beispiel eine heikle Stelle ist, wo man den Stent wirklich millimetergenau platzieren muss, was ja eigentlich in der Regel der Fall ist, man muss ja millimetergenau arbeiten, und dann kann man sich die Stelle herausvergrößern und so exakt den Stent dort platzieren, wo man ihn haben will. Ja, und das Ganze unter örtlicher Betäubung. Richtig. Das heißt, ist der Patient dann wach oder schläft er? Der ist wach. Der ist wach. Also das Einzige, was betäubt werden muss, ist sozusagen der Zugangsweg bei den Radiologen klassischerweise in der Leiste. Der ist eine Leistenschlagader, die Leistenarterie. Und da macht man sozusagen, wie wenn man einen kleinen Hauttumor entfernt bekommt als Beispiel, da wird ja auch örtliche Betäubung gemacht. So ähnlich ist das in der Leiste, da kriegt man eine Spritze oder wie beim Zahnarzt. Dann spürt man zwar, dass was gemacht wird, aber es tut nicht mehr weh. Ja. Und das ist das Einzige, was man eigentlich an Betäubung benötigt. Ja. Wo Sie ja auch tätig werden, ist rund um das Aneurysma, das Aortenaneurysma. Das ist ja eigentlich ja die Umkehrung, nicht zu eng, sondern zu weit. Richtig. Und, genau. Und lebensgefährlich. Genau, das ist natürlich, also ich sag mal, je nach Größe ein gefährliches Krankheitsbild. Es gibt ja auch Erweiterungen, sag ich mal, der Bauchschlagader, die, sag ich mal, unter 5 cm sind, wo man sagt, man muss das jetzt nicht direkt behandeln, sondern man kann auch noch das abwarten und kontrollieren. Es gibt aber natürlich, wie Sie sagen, die gefährlichen Aneurysmen, also die Erweiterung der Bauchschlagader, die therapiert werden müssen. Und das kann man in der Tat auch mit einem endovaskulären Weg machen. Endovaskulär bedeutet, dass man sozusagen eine Gefäßprothese in das Aneurysma hineinführt. Endovaskuläre Behandlung von Bauchaorten, Aneurysmen. Und das wird zusammen bei uns mit den Gefäßchirurgen gemacht. Genau derselbe Vorgang eigentlich. Wir treffen uns vorher in der sogenannten Aortensprechstunde, besprechen das interdisziplinär, gucken uns den Fall an und dann wird mit den Gefäßchirurgen zusammen die Untersuchung geplant und dieser Eingriff wiederum findet aber unter Vollnarkose statt. Aha, also auch im OP dann richtig? Im OP, das wird richtig im OP gemacht, weil das ist halt so, dass man für diese Zugänge oder ich sag mal für diese Operation, nenne ich es jetzt mal, das wird ja mit den Gefäßchirurgen zusammen gemacht, also steht immer ein Gefäßchirurg und ein interventioneller Radiologe zusammen. Da braucht man schon sehr große Zugänge für die Leistenschlagadern. Also das sind, sage ich mal, größere Zugänge, als wie ich sie für die PAVK am Bein benötige. Und das ist das schon besser insgesamt, wenn das in Vollnarkose gemacht wird, weil das Gefäß unter Umständen auch genäht werden muss am Ende und so weiter und so weiter. Mhm. Im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, kann es ja auch mal dazu kommen, dass der Eingriff konvertiert werden muss, so heißt das. Also dass man von einem minimalinvasiven Eingriff letztendlich zu einem offenen Eingriff wechseln muss. Mhm. Und dafür ist es natürlich auch sinnvoll, dass der Patient dann schon in Vollnarkose ist. Genau. Sie können ja auch für Krebspatienten tätig werden. Was machen Sie denn da? Genau, das ist auch mittlerweile ein sehr großes Gebiet in der interventionellen Radiologie. Man kann also mit Kathetern zum Beispiel, sprich Lebertumoren, kann man also mit Kathetern in die Leberschlagader hineingehen. Das ist im Prinzip derselbe Zugang wie bei anderen Gefäßeingriffen auch, also über die Leistenschlagader. Und dann geht man quasi mit dem Katheter aber nicht in das Bein hinein, sondern in die andere Richtung, Richtung Bauchschlagader. Und dann sozusagen sondiert man mit dem Katheter die Leberschlagader. Und dann kann man sehr gezielt mit dem Katheter bis an einen Lebertumor herangehen und dort dann therapeutische Substanzen applizieren, zum Beispiel Chemotherapeutika. Aha,
Ich habe auch gehört, dass Sie damit Metastasen oder Primärtumoren zerschießen können, sozusagen. Ja, also zerschießen, sag ich mal. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der interventionellen Onkologie, so nennt man das. Ja. Also es gibt diese gefäßbasierten Möglichkeiten, dass man mit dem Katheter in die Leberschlagader hineingeht und dann sehr nah an den Tumor herangeht, am Ende das Tumorgefäß sozusagen verschließt. Das nennt man Embolisation. Und vorher sozusagen das Chemotherapeutikum direkt in das zuführende Gefäß hineinspritzt. Das nennt man dann die Chemotherapie und das zusammen nennt man Chemoembolisation. Das wird zum Beispiel bei lebereigenen Tumoren gemacht, beim hepatozellulären Karzinom, also Leberkrebs, wird das sehr häufig gemacht. Man kann es aber auch bei Lebermetastasen machen. Mhm. Ein anderes Verfahren ist zum Beispiel die sogenannte Radioembolisation. Das bedeutet also, dass man auch ein Verfahren benutzt mit einem Katheter, wo man sozusagen radioaktiv beladene Partikel über die Leberschlagader in die Leber hineinschwemmen lässt. Und diese Partikel setzen sich dann sozusagen im Tumor fest, werden dorthin geschwemmt und können den Tumor von innen zerstrahlen sozusagen. Strahlung von innen, ja. Richtig, genau. Viel zielgerichteter wahrscheinlich, als wenn man das von außen machen muss? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Mittlerweile haben die Strahlentherapeuten auch sehr diffizile Möglichkeiten, von außen zu bestrahlen. Es kommt halt immer nur ein bisschen darauf an, was man machen will. Es gibt, sage ich mal, Tumoren, die lassen sich sehr gut stereotaktisch von außen bestrahlen durch die Strahlentherapeuten. Mhm. Es gibt aber eben auch Tumoren, die sich sehr gut von innen bestrahlen lassen. Mhm. Und es gibt auch noch Methoden, wie man Tumoren erhitzt und die dadurch sich veröden oder zerstören? Genau, das nennt man die sogenannte Thermoablation. Ja. Das bedeutet, dass man in dem Fall nicht über ein Blutgefäß sozusagen an den Tumor herangeht, sondern dass man perkutan, also durch die Haut, direkt mit einer sogenannten Sonde in den beispielsweise Lebertumor hineingeht. Dort kann man dann diese Sonde entfalten im Lebertumor. Und wenn man dann Strom an die Sonde anschließt, dann entsteht ein Wechselstrom. Und dieser Wechselstrom führt dazu, dass sich der Tumor erhitzt. Und der muss sich schon, sage ich mal, deutlich über 60 Grad erhitzen, damit das Gewebe dann komplett zerstört und denaturiert wird. Und so kann man auch den Tumor minimalinvasiv behandeln. Viele Krebspatienten haben ja mit Metastasen zu tun, also auch in der Leber. Wie groß muss die denn mindestens sein, damit Sie sie erwischen können? Naja, also es gibt jetzt keinen Absolutwert. Also es gibt zum Beispiel kleine Läsionen, die man schon sehr gut sieht, die im Millimeterbereich sind, die kann man natürlich behandeln. Mhm. Ich sag mal so, je größer der Tumor ist, desto schwieriger wird es natürlich, ihn komplett zu erwischen. Ja. Da kann man sich dann aber wiederum helfen, indem man nicht nur eine, sondern mehrere Sonden nimmt. Mhm. Letztendlich ist dieses Verfahren auch etabliert, muss man sagen, die Thermoablation, was dann nur ganz wichtig ist. Und das machen wir auch in Harburg so, dass wir dort auch mit Experten verschiedener Fachrichtungen zusammensitzen. Also Onkologen, Allgemeinchirurgen, Strahlentherapeuten, Radiologen. Und für jeden Patienten sozusagen das Ideale oder, sage ich mal, die ideale Behandlung heraussuchen. Mhm. Und da kann dann am Ende stehen, das ist ein Patient, der sich für eine Thermoablation eignet, der Lebermetastase. Es kann aber auch das Ergebnis sein, dass der am besten operiert wird. Das muss man mit mehreren Experten zusammen entscheiden. Ja, und diese Ablation, also erhitzen, oder das geht, glaube ich, auch mit Kälte. Ist genau, Kryoablation heißt das dann. Genau, Kryoablation. Genau. Ist das jetzt dann ein großer Eingriff? Ja, ich sag mal so, also von außen sieht man da fast gar nichts. Das ist nur so ein kleiner Schnitt, wo die Sonde halt dann durch die Leber eingeführt wird. Das macht man auch mit örtlicher Betäubung, weil dieser Eingriff aber doch unter Umständen schmerzhaft sein kann. Und es ganz wichtig ist, dass der Patient auch ruhig liegen bleibt, benutzt man bei diesem Verfahren häufig eine sogenannte Analgosedierung. Das bedeutet, dass der Patient ein bisschen was zur Beruhigung bekommt, dass er vielleicht auch ein bisschen einschläft und ein starkes Schmerzmittel, um halt die Schmerzbelastung des Patienten möglichst gering zu behalten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke sehr. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.